Der Aufsichtsrat der Bilfinger SE geht gegen sämtliche Vorstände der Jahre 2006 bis 2015 vor. Der Vorwurf? Das Compliance-Management-System sei nicht ordnungsgemäß eingeführt worden. Wie sind die Erfolgsaussichten für den Aufsichtsrat? Ich muss ausdrücklich sagen, zu diesem Einzelfall kann und möchte ich natürlich keine Stellung beziehen. Aber der Aufsichtsrat ist da in einem zweifachen Dilemma, das muss man klar sagen. Denn erstens, jeder Managementfehler ist ein potenzieller Überwachungsfehler des Aufsichtsrats, gerade wenn es um Compliance-Management geht. Da steht im § 107 Absatz 3 des Aktiengesetzes. Das hat der Aufsichtsrat in seiner Wirksamkeit zu überwachen. Zweitens, wenn der Aufsichtsrat den Vorstand in Anspruch nimmt, dann passiert es sehr häufig, dass umgekehrt geprüft wird, ob auch der Aufsichtsrat in Anspruch zu nehmen ist. Und dann kann es passieren, dass die DNO-Versicherung bereits aufgezehrt ist durch die Ansprüche, die gegenüber dem Vorstand geltend gemacht wurden und der Aufsichtsrat dann hinterher aus eigener Tasche bezahlen muss. Wann ist ein Compliance-Management-System gut genug, Herr Dr. Hülsberg? Wie kann man das messen? Das kann man inzwischen relativ präzise messen. Es gibt zwei Veröffentlichungen, die man da heranziehen kann. Das eine ist der Prüfungsstandard 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer, der ganz klar 7 Pflichtelemente eines Compliance-Management-Systems definiert. Und es gibt international den Standard ISO 19600, in den man reinschauen kann. Wichtig, das darf nicht alles nur auf Papier da sein, sondern man guckt sich zunehmend auch an, wurde das wirklich gelebt? Ich nehme mal ein Beispiel. Pflichtelement ist eine Compliance-Kultur. Wurde das Compliance-Thema vom Vorstand ausreichend kommuniziert? Gab es Symbolhandlungen bei Compliance-Verstößen? Gab es ein Sanktionskomitee? Gab es Compliance-Dialoge mit Lieferanten, mit Umweltorganisationen? All dies kann man sich anschauen. Wurde das gemacht? Und da gibt es mittlerweile klare Kriterien.